und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ebenfalls gut, bla bla bla. Ja, wir spielen wieder Do You Copy. Ganz kurz nach dem Intro, erstmal kommt mein tolles Intro. Und es hat einen ganz bestimmten Grund, warum wir, ja, dieses Spiel gerade zocken. Und zwar danke ich, ich schaue jetzt extra nach, wie du heißt. Das war doch irgendwie so Benny Bam 2002, war das richtig? Boah, ja Mann. Ich danke Benny Bam 2002 dafür, dass er mir einen kleinen Tipp gegeben hat. Und zwar das Do You Copy, whatever. Dass es mehrere Enden hat. Ich glaube insgesamt 4. Eins haben wir jetzt schon gespielt. Und ich würde sagen, spielen wir jetzt nochmal das andere Ende, also einer von den anderen. Wir sind wieder mit dem Game. Ich liebe die Spiele so unnormal hart. Und zwar, ganz kurz, werden wir das nämlich anders machen als das letzte Mal. Und zwar werden wir das jetzt so machen, oder man muss es so machen, ich habe es nachgelesen. Er hat gesagt, ich soll mir das Video von Seth gönnen. Und ich habe mir aber gedacht, nein, sonst spoilere ich mich und das will ich nicht. Deswegen habe ich mir kurz was durchgelesen. Und zwar, es ist nicht eine Stimme, die mit uns kommuniziert, es sind zwei Stimmen. Die Stimme, die so sehr aufgewühlt und ängstlich und richtig, weiß nicht, krank klingt, ist kein Mensch, es ist das Viech. Und die andere Stimme, die so ruhig ist, so gelassen, das ist der, mit dem wir normalerweise kommunizieren. Und das Ding ist, ich werde jetzt alles verneinen. Also alles anders machen als letztens. Vielleicht kriegen wir so ein anderes Ende hin. Ich werde anders sein als sonst. Okay, also let's go. Und schlau ist natürlich, wir gucken auch mal hier so ein bisschen auf die Karte. Das ist auch nämlich ganz, ganz schlau. Okay, ja, alles gut. So, let's go. Ich finde, das Spiel ist einfach so creepy. Oh mein Gott, vor allem so diese... Sieht denn so süß aus. Ich finde das Spiel einfach so crank. Tower 4, this is Tower 2. Hourly radio check, over. Is everybody? Come in, Tower 4. Do you copy? Over. Das Ding ist, wir müssen das jetzt leider sagen. Tower 4. Kicking off for the night. Park's all yours. Over. Und später... Labert man uns dann wieder voll und dann kommt sowas wie keine Ahnung, habe ich die Wahl zwischen was antworten und zwischen schweigen und wir werden schweigen. Boah, ich fühle mich immer hier so ekelhaft und wohl in dem Game, das ist so eklig. Mikrofon gerade angelegt. Sauhund. Hallo? Diesmal sagen wir nichts. I saw this channel listed on one of the trails out here. I need you to help me. I'm lost and something is chasing me. Please, you have to help me. Das ist nicht der. Also, es ist das Monster, ganz klar. Es ist das Ding. Das Ding ist. Es sieht so aus, ich glaube, es ist eher der Baum, aber es sieht so aus, als ob hinter diesem Baum da was steht. So direkt in der Mitte dieses Waldstücks hier. Das sieht aus wie zwei Beine. Wie kann man so machen? Genau, das sieht hier aus wie zwei Beine. Die geht zurück zum Oberkörper. Wer wissen es nicht? Keine Ahnung. Kann sein, dass es auch Einbildung von mir ist. So, jetzt müssen wir das Flutlicht hier anmaken. Ja. Yes, okay. I see them. I'm gonna come to you. Thank you. Bringt das was, wenn wir das Licht die ganze Zeit anlassen? Nein.
das, der jetzt gerade gelabert hat, soll angeblich der, ja, ein Mensch sein, ein menschliches Wesen. Und nee, wollen wir nicht hin. Ich weiß nicht, ob das stimmte, weil das war einfach von so einer Fanpage. Was haben wir letztens gesagt? Haben wir right oder left gesagt? Ich schau mal kurz auf die Karte. Genau, hier sind wir. Er ist da. Ich glaube, wir sagen diesmal left. Wenn ich auch wie das letztens schon gesagt haben. Aber es. Ja, es wird ihn, glaube ich, auf jeden Fall falsch. Oder er dahin, wo er nicht hin sollte. I don't know, kein Plan. So, der Turm da hinten, der hat's nicht ausgemacht. Kein Bock mehr, Feierabend. Dann schwimmen wir hier eine Runde, würde ich mal sagen, ne? Da hinten haben wir wieder diese Augen gesehen. Sein jetzt. Ich kriege so geile Vibes hier, ne? Das ist so nice. Ach, ich liebe das Spiel. Das Geile wäre, wenn das Spiel einfach so aufgebaut wäre. Also es ist richtig geil aufgebaut. Ich hätte es nie gedacht, dass man hier, weiß nicht, mehrere Enden hat. Aber was auch noch voll fett wäre, wenn das Spiel einfach ein Game wäre, was mehrere Kapitel hat wie Five Nights at Freddy's. Das würde ich so hart feiern, obwohl ich das. So, wir werden jetzt einfach mal ganz so sagen, so er soll chillen. War die Musik schon das letzte Mal da? So, er sagte, er hat den Weg jetzt verloren. Eventuell wäre es schlau, wenn ich dann leuchten würde, oder? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Was ist, wenn wir das jetzt einfach anlassen? Ich höre hier Sachen, wo ich nicht wirklich weiß, ob ich die Sachen jemals sch zuvor schon mal gehört habe oder beim letzten Mal. Ich schlafe gleich ein. Er müsste dann zwischen Mine und dem See sein. I heard you at the lake. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal die Antwort. Die haben wir letztens nämlich nicht genommen. Ja.
Da ich gerade das Viech wiedergesehen habe, könnten wir ihnen vielleicht sagen, wir sind hier. Okay, das gab es nämlich letztens noch nicht. Das wäre ein gutes Zeichen. Was? Okay, das gab es letztens auch noch nicht. Ich hoffe, dass das gleich irgendwo steht bei mir. Okay, das ist spannend. Das Spiel ist cool. Vielleicht mein neues Mini-Horror-Game. Eventuell, vielleicht. Ich würde sagen. Ich weiß nicht, was wir nehmen sollen. Okay, das ist das Komische an dem Game. Man weiß einfach nicht, wer was jetzt ist. Ob jemand der Typ ist, mit dem wir normalerweise kommunizieren sollen, oder ob jemand dieses komische Viech ist. Ich nenne es jetzt Big Poop. Nicht Bigfoot? Bigfoot. Ich nenne es Bigfoot. Das ist ein cooler Name. Spucknapf. Ich finde es einfach cool, dass hier so Bier steht. Das ist ein richtiger Arbeitsplatz hier. 1, 2, 3, 4, 5. Hello? You there? Where am I? Where did you send me? Because I just showed up to some empty tower. Fairy told you. This is not funny. I have had an extremely long night. So please, just tell me where you are. Show me. Okay, es ist definitiv jetzt anders als sonst. Leute, können wir dir nicht antworten. Tut mir so leid. Hier machen wir schon mal das Licht an. Willst du reinkommen? Oh mein Gott. The Grace Wind Herald. Okay. Das war wieder ein anderes Ende. Und das war jetzt gerade echt creepy, also. Scare the fuck out of me. Oh Gott. Mein Herz pocht. Aber es war cool. Ich danke Benny Bam 2002 für diesen Tipp. Ey, danke, du hattest wirklich recht gehabt. Ich dachte erstmal hier sowas. Never. Danke dafür, wirklich. Richtig cool von dir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Keine Ahnung, was ihr schaut. Tschüss.